Diese Drohne ist eine Mischung aus Helikopter und Flugzeug. Zwei Wissenschaftler an der Katholischen Universität Löwen in Belgien entwickeln einen Gegenentwurf zu den von Amazon und Google geplanten Lieferdrohnen, die bisher das klassische Quadcopter-Design verwenden. Jetzt haben sie einen neuen Prototyp vorgestellt. Der Name Vertikul 2. We made a combination that uses the efficiency. Wir haben eine Kombination entwickelt, die die Flugeffizienz eines Flugzeugs mit der vertikalen Start- und Landefähigkeit eines Quad- oder Helikopters verbindet. Wir haben Flügel angebaut und die Drohne aerodynamisch gestaltet, damit sie schnell und weit fliegen kann. To make it fly fast and far. Für Start und Landung nutzt die Drohne allein ihre vier Propeller, wie bei herkömmlichen Quadcoptern. Nach dem Start kippt die Drohne und nutzt den Auftrieb der Flügel. Das senkt den Energieverbrauch und erhöht Geschwindigkeit und Reichweite. Im Test flog die Drohne 30 Kilometer weit mit einem Kilo Ladung. Im Vergleich zum ersten Prototyp ist einiges anders. We had to shrink the wing. Which made it less efficient. Wir mussten den Flügel verkleinern, aber wir haben das wieder ausgeglichen, indem wir auch den Rumpf so gebaut haben, dass er Auftrieb gibt. Also part of the lift producing surface. Die Propeller sind im Vorwärtsflug 45 Grad nach oben geneigt und tragen auch noch zum Auftrieb bei. Adding extra lift in the forward flight. Den beiden Forschern wurden eigenen Angaben zufolge schon diverse kommerzielle Angebote gemacht. Aktuell sind sie auf der Suche nach Geldgebern, um ihr Modell weiterzuentwickeln. Danach wollen sie sich der nächsten Hürde widmen, einer Fluggenehmigung für den kommerziellen Betrieb.